Nachtvorlesung nachgefragt. Das ist Ihre Asklepios-Informationssendung hier im Internet und ich freue mich, meine Damen und Herren, dass Sie wieder den Weg zu uns gefunden und sich reingeklickt haben. Heute ist das Thema Schlafapnoe in unserer Sendung und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite den Privatdozenten Dr. Hans-Peter Hauber aus der Abteilung für Kardiologie, Angiologie, Pneumologie und aus der internistischen Intensivmedizin in der Asklepios-Klinik Altona. Danke, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank. Herr Dr. Hauber, bevor wir uns mit der Schlafapnoe explizit befassen, das ist ja unser Hauptthema, habe ich eben schon gesagt, hätte ich gern von Ihnen noch so ein, zwei Erläuterungen zum Thema Schlafstörungen im Vorwege. Das ist natürlich eine Art von Schlafstörungen, aber was für Arten gibt es darüber hinaus noch? Sie haben ganz recht, natürlich ist das nur eine Art der Schlafstörung. Wir kennen ja eine ganze Reihe von Schlafstörungen. Die Schlafapnoe ist eben nur eine Unterform. Mhm. Die Schlafstörungen werden ganz einfach nach ihrem klinischen Erscheinungsbild unterscheiden. Wir haben zum einen zum Beispiel die Insomnie, also die Schlaflosigkeit. Mhm. Wir alle kennen das, wenn wir zum Beispiel Gedanken grübeln haben und nicht einschlafen können. Wir haben auf der anderen Seite die übersteigerte Tagesmüdigkeit, die sogenannte Hypersomnie. Dann natürlich die schlafbezogenen Atemregulationsstörungen, was mich als Pneumologe besonders interessiert. Eine Untergruppe hatten Sie eben schon angesprochen, die Schlafapnoe. Mhm. Da unterscheiden wir einmal die obstruktive Schlafapnoe, also eine Atemstillstand im Schlaf. Apnoe ist ja der Atemstillstand durch eine Obstruktion, einen Verschluss, eine Verengung auf der einen Seite und dann das wesentlich seltenere, die sogenannte zentrale Schlafapnoe, wo wir durch ein vermindertes Ansprechen der Atemmuskulatur, zum Beispiel durch zentrale Störungen wie Schlaganfälle, auch einen Atemstillstand haben. Mhm. Dann haben wir eine ganze Reihe von Schlafstörungen, zum Beispiel durch nächtliche Bewegungsstörungen. Restless Leg Syndrom ist so ein etwas bekannteres. Wir haben Störungen der zirkadianen Rhythmik. Das einfachste Beispiel dafür ist zum Beispiel der Jetlag. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel in ein Flugzeug setzen, 9 Stunden fliegen in die USA, Westküste, dann ist natürlich unsere innere Uhr verschoben im Gegensatz zum äußeren Rhythmus und wir wachen morgens um 4 auf, sind hellwach. Das ist immer ganz schön bei Kongressen zum Beispiel. Da kann man die Kollegen aus Deutschland morgens schon beim Joggen treffen um 4. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen Problemen, die nicht näher klassifiziert sind. Mhm. Damit wir uns ein bisschen beschränken können und überhaupt inhaltlich ein bisschen was transportieren, mussten wir uns natürlich für eine Unterart der Schlafstörung heute entscheiden. Die weiteren werden natürlich in folgenden Sendungen besprochen, liebe Zuschauer. Heute geht es, wie gesagt, bei uns um die obstruktive Schlafapnoe und ein Symptom, ein ganz wichtiges, natürlich auch bei anderen Schlafstörungen, aber ein ganz, sage ich auch mal, deutlich hörbares, ist das Schnarchen. Welche Funktion oder welche Bedeutung hat das im Zusammenhang mit dieser speziellen Erkrankung obstruktive Schlafapnoe? Es ist sicherlich das Symptom, was vielfältig dazu führt, dass ein Patient oder auch der Patient getrieben durch seine Bettpartnerin oder sein Bettpartner überhaupt erst zum Arzt kommt. Wir müssen uns aber darüber bewusst sein, dass das Schnarchen natürlich etwas sehr Häufiges ist. So ungefähr 30% aller Frauen, 40% aller Männer schnarchen, aber nur jeder Zehnte, sprich 10% davon hat wirklich ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, was dann auch mit den entsprechenden Konsequenzen einhergeht. Mhm. Es ist auch so, dass das Schnarchen beim obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom nicht so ist wie bei den Schnarchern, die man so kennt, also wenn der ganze Wald zersägt wird. Das ist mehr so ein Röcheln. Einfach daraus resultiert, dass ja die Atemwege verschlossen sind und sich erst beim Öffnen der Atemwege so ein Schnarch laut vernehmen lässt. Das ist quasi dann, wenn die Atmung wieder einsetzt, ne? Ja, wobei bei der obstruktiven Schlafapnoe ist es ja so, dass die Atembewegungen, sprich also die Muskeln des Bauches und des Zwerchfells die ganze Zeit arbeiten, aber der Verschluss eben oberhalb der Bauchmuskeln entsteht und zwar auf Höhe des Kehlkopfs. Es ist so, dass bei der obstruktiven Schlafapnoe letztendlich im Schlaf entspannen die Muskeln und natürlich auch die Zungengrundmuskulatur, die fällt nach hinten und verschließt damit praktisch die oberen Luftwege. Das ist der Teil oberhalb praktisch des Kehlkopfes, das bezeichnen wir als obere Luftwege. Das heißt, es kann keine Luft mehr von außen über den Kehlkopf und den Rachen in die Lunge gelangen, der Sauerstoffgehalt sinkt, die Muskeln arbeiten aber weiter und das führt natürlich zu einer Panikreaktion. Sie können sich vorstellen, als wenn Ihnen im Schlaf jemand den Hals zudrückt. Und dadurch werden vermehrt Stresshormone, Katecholamine, ausgeschüttet. Der Muskeltonus steigt wieder und damit wird diese Engstellung wieder überwunden. Und das
führt dann eben zu diesem Schnarchgeräusch. Und das Skurrile dabei ist, das weiß ja auch nicht jeder, dass der Betroffene davon ja meist überhaupt nichts mitbekommt. Sie haben eben von Stress, Stresshormonen, ja, extremen Stress für den Körper auch gesprochen, aber man selber merkt es eigentlich nicht, weil plump gesagt, man schläft ja. Ne? Genau, das ist richtig. Es sind ganz kurze Stressreaktionen, ganz kurze Aufwachreaktionen. Wir bezeichnen das als Arousals. Ich finde diesen Begriff relativ plastisch. Das geht nur ein paar Sekunden, aber das reicht natürlich nicht, um uns wirklich bewusst zu werden, dass wir eine Aufwachreaktion haben. Mhm. Aber es führt dazu, dass der Schlaf zerstört wird, die Schlafstruktur. Wir haben nicht mehr Tiefschlafphasen, nicht mehr so viele Traumschlafphasen. Wir bezeichnen das auch als Schlaffragmentation und daraus resultiert, der Schlaf ist nicht mehr erholsam und wir sind tagesmüde. Mhm. Ja, jeder von uns kennt das, wenn wir mal 2, 3 Nächte nicht gut geschlafen haben, sind wir am nächsten Tag auch völlig gerädert, genau, nicht entspannt. Wie viele Atemaussetzer gibt es denn im schlimmsten Fall so in einer Nacht? Das ist ja ganz unterschiedlich. Also auch wir alle, wir Gesunden, haben natürlich Atemaussetzer. Es ist so. Warum natürlich? Naja, ich sage immer, wir sind keine Motoren, wir sind von einer bekannten deutschen Automarke. Alle sind etwas unterschiedlich und es ist natürlich so, dass wir gerade in den Einschlafphasen, wenn sich unser Körper daran adaptiert in die Schlafphase, zum Teil durch Verschiebungen der Sensorempfindlichkeit Atemaussetzer haben. Deshalb sagt man auch so, bis 5 Atemaussetzer pro Stunde ist völlig normal. Und wie lang sind die dann? Genau, man muss aber auch wissen, dass wir erst eine Atempause über 10 Sekunden überhaupt als Atemaussetzer definieren. Ja, alles, was kürzer ist, wird gar nicht. Denken Sie daran, wenn Sie einmal einen tiefen Luftzug holen, dann müssen Sie ja nicht sofort wieder atmen. Das heißt, erst ab 10 Sekunden bis 5 pro Stunde ist völlig normal. Das ist der sogenannte Apopnoe-Hypo-Index, AHI bezeichnet, zählt die Anzahl der Atemaussetzer und die Anzahl der Minderatmung, also Verminderung der Atemtiefe pro Stunde. So ab 5 bis 15 würde man so etwas als mild bezeichnen, 16 bis 30 so als mittelschwer und ab 30 Aussetzern pro Stunde schwer. Ich habe aber auch schon Patienten erlebt, wo die 80 bis 90 Aussetzer pro Stunde haben. Das heißt, sie können sich dann ausrechnen, dass sie einen Atemaussetzer pro Minute bzw. 1 bis 2 pro Minute haben. Das ist ja unglaublich, was für also negative Kräfte sozusagen das auf den Körper ja auch haben muss, genau, oder? Umso erstaunlich ist es, dass die Patienten das jahrelang tolerieren. Ja, aber man muss sich natürlich auch vergegenwärtigen, dass das ja nicht von heute auf morgen kommt. Mhm. Die Patienten haben einen langsamen Adaptationsprozess. Wir sehen das zum Teil bei Leuten, die momentan noch keinen wirklich behandlungsbedürftigen Befund haben, dann nach einem Jahr wiederkommen und dann einen Befund haben. Und manche Patienten wissen eigentlich gar nicht mehr, wie müde sie sind. Die kommen zu mir und sagen auch, eigentlich geht es mir nicht so schlecht. Die aber meine Frau gewöhnt, sagt, ne? Genau, meine Frau sagt, ich schnarche immer so, haben dann einen wesentlichen Befund, kriegen dann so eine Maske auf und sagen, Mensch, so gut habe ich ja schon seit Jahren nicht mehr geschlafen. Eine gute Frage für mich ist da immer, wie alt fühlen Sie sich? Fühlen Sie sich 10 Jahre älter, als Sie sind oder genauso alt? Und manchmal sagen die dann nach der ersten Nacht, Mensch, jetzt fühle ich mich 5 oder 10 Jahre jünger. Was sind denn eigentlich Risikofaktoren? Sind manche Menschen besonders gefährdet? Ja, wir können Risikofaktoren definieren. Wir wissen, dass das Gewicht ein wesentlicher Risikofaktor ist. Natürlich, je mehr Fettmasse Sie haben, je mehr Ihr Bauch nach oben gedrückt wird, je mehr Sie um den Hals haben, desto risikoreicher. Es gibt einige Medikamente, die das fördern, zum Beispiel muskelentspannende Medikamente. Es gibt bestimmte anatomische Störungen, zum Beispiel bei Leuten, die einen kleinen fliehenden Kiefer haben. Der Prototyp dieses Schlafapnoe-Syndroms wird immer so bezeichnet als der Little Fat Joe aus dem Roman Die Pickwickier von Charles Dickens. Kleine, dicke Junge, der bei jeder Gelegenheit einschläft. Aber Joe, der Name hat damit hoffentlich nichts weiter überhaupt zu tun. Nicht. Über die Symptome, das Schnarchen, unter anderem haben wir gesprochen, über den potenziellen Bettpartner, der so ein bisschen dazu beitragen kann, dass das Ganze erstmal untersucht wird, auch schon. Dennoch, wie sieht die Diagnostik aus, wenn man wirklich den Weg zum Fachmann gefunden hat? Gut, also Sie sagten es eben schon, die Anamnese ist natürlich ganz wichtig. Das Schnarchen, die nächtlichen Atemstillstände, die Tagesmüdigkeit. Mhm. Weitere Symptome sind Konzentrationsstörungen zum Beispiel. Daraus resultiert auch ein 7-fach erhöhtes Unfallrisiko für die Leute. Mhm. Potenzstörung ist etwas, was man bei Männern gut erfragen kann. Und Mundtrockenheit ist ein wichtiges Symptom, weil wenn sie die ganze Zeit durch den Mund atmen, das ist sehr trocken. Und die Patienten sagen, ja, ich habe immer einen Schluck Wasser am Bett stehen. Wenn sie den Verdacht haben, sollte man eben eine Screening-Untersuchung machen. Wir wissen, dass wir in Deutschland so ungefähr 3%
der Bevölkerung hat ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. Wenn wir das hochrechnen, 80 Millionen Einwohner, haben wir ungefähr 2,4 Millionen Patienten. So viele Plätze im Schlaflabor haben wir natürlich nicht. Das heißt, wir müssen eine Screening-Untersuchung machen. Da kriegen die Patienten so ein kleines Gerät mit, was sie umschnallen, zu Hause damit schlafen. Das misst letztendlich die Bewegung von Bauch und Brust, die Sauerstoffsättigung und den Flow, also den Fluss über die Nase, die Atmung. Und wenn dieser Screening-Test positiv ist, dann würde man empfehlen, die Patienten in einem Schlaflabor aufzunehmen und dort eine Behandlung einzuleiten. Wie sieht die genau aus? Es gibt unterschiedliche Behandlungen. Die einfachste ist natürlich die Gewichtsreduktion und das Meiden schlafapnoefördernder Medikamente, sprich Schlafmittel, Muskelrelaxantien. Man kann versuchen, wenn die Leute vor allen Dingen Schlafstörungen im Rücken haben, die Rückenlage zu vermeiden. Früher hat man immer gesagt, Tennisball im Rücken. Das ist natürlich brutal, sollte man nicht mehr machen. In der Regel reicht es, eine kleine Tasche auf Pyjama, Oberteil oder T-Shirt zu nähen und da eine kleine Socke reinzutun. Ist es ein ausgeprägterer Befund, ist natürlich eine Therapie mit einem sogenannten CPAP-Gerät nötig. Das steht für Continuous Positive Airway Pressure. Dort wird ein kontinuierlicher Überdruck angelegt über eine Maske, der praktisch die Atemwege dann aufdehnt und offen hält. Mhm. Ich bezeichne das immer gerne als pneumatische Schienung der Atemwege. Weitere Möglichkeiten sind operative Verfahren, wobei man ganz ehrlich sagen muss, es wird ja dann meistens das Zäpfchen resiziert, also entfernt und ein bisschen die Atemwege weitergemacht. Aber das Problem liegt natürlich nicht oben im Mandelbereich, sondern weiter unten, sodass das in der Regel nicht so erfolgsversprechend ist. Es gibt die Möglichkeit, durch Zahnschienen, die man sich einlegt, den Unterkiefer nach vorne zu verlagern und damit die Atemwege aufzuhalten. Das ist bei milden bis mittelschweren Befunden möglich, sollte aber dann wirklich von einem in der Schlafmedizin erfahrenen Zahnarzt gemacht werden, weil es natürlich auch zu Kieferschmerzen kommen kann. Und die Dinger kosten in der Regel ein paar hundert Euro, die der Patient selber bezahlen muss. Das heißt also, das beste Verfahren ist sicherlich das CPAP-Verfahren momentan. Bedeutet das, dass man dann wirklich open-end nachts diese Maske anlegen muss? Ja, es ist ja letztendlich eine chronische Erkrankung und wir haben natürlich mit der CPAP-Therapie, also mit dieser Maskentherapie, nur eine symptomatische Therapie. Wir heilen ja das nicht. Man kann es vergleichen mit einer Brille. Auch wenn Sie eine Brille aufsetzen, dann sind Sie natürlich nicht geheilt, sondern müssen das immer tragen. Es kann im Verlauf der Behandlung dazu kommen, dass sich die Drücke verändern, dass man entweder mehr oder weniger Druck braucht, aber in der Regel ist das tatsächlich eine lebenslange Therapie. Und wenn man mit Patienten spricht, die das längerfristig schon haben, sagen die, Mensch, ohne mein Gerät kann ich auch gar nicht mehr richtig schlafen. Das möchte ich gar nicht. Gewöhnungssache wahrscheinlich, wie so vieles. Ja, es gibt immer, wenn man das erste Mal einen Patienten gibt, gibt es so verschiedene Gruppen. Es gibt eine Gruppe, die sagt nach der ersten Nacht, das ist super, das gebe ich nie wieder her. Eine Gruppe sagt, geh mir weg damit, das will ich nie wieder haben. Eine dritte Gruppe ist meistens so unentschlossen und sagt, mal sehen. Und die gewöhnt sich dann so nach ein paar Tagen. Ich habe auch schon mal gehört, dass sich die Partner beschweren, weil der, der neben ihnen liegt, dann plötzlich irgendwie so ganz unheimlich aussieht nachts mit so einer Maske. Ja, wobei man die ja immer beruhigen kann und sagen, es ist nachts dunkel, wenn man das nicht sieht. Stimmt. Das ist eher nicht so das Problem. Manche finden das auch ganz lustig mit so einer Maske. Was manchmal so das Argument ist, ist, dass das Gerät zu laut ist. Das ist natürlich so ein bisschen komisch, dass man sich über die Lautstärke eines wirklich leisen Geräts beschwert und dafür das Schnarchen eine Jahre lang oder Monate lang toleriert. Stimmt, ja. Die modernen Geräte sind ja mittlerweile so klein, dass sie bequem auf den Nachttisch passen und sind auch sehr leise. Ich habe das selber, mich persönlich ausgetestet, aber natürlich schon viele Geräte gehört. Mhm. Und wenn das gut angepasst ist mit der Maske, hört man bis auf ein leises Surren eigentlich gar nichts. Und man muss an dieser Stelle auch mal ganz klar sagen, da sollte man sich wahrscheinlich wirklich nicht beschweren. Denn wenn man dagegen stellt, was einem passieren kann, beziehungsweise was so die schlimmsten Konsequenzen sind, wenn man das unbehandelt lässt, dann ist so eine Maske doch wirklich das geringere Übel. Denn nicht behandelt ist eine Schlafapnoe ja wirklich sehr, sehr gefährlich. Kann lebensbedrohlich sein, was Folgeerkrankungen angeht. Ganz genau, ich sagte es ja schon, Sie haben ein 7-fach erhöhtes Unfallrisiko durch die Konzentrationsstörung, aber Sie haben natürlich auch ein erhöhtes Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörung, Bluthochdruck. Mhm. Das heißt, das Schlafapnoe-Syndrom stellt einen relevanten kardiovaskulären Risikofaktor dar und sollte, wenn es eine gewisse Ausprägung erreicht hat, auch fachmännisch behandelt werden. Mhm.
Wie sieht es denn eigentlich aus mit Mitteln aus der Apotheke, die sich wahrscheinlich viele als erste Hilfsmaßnahme besorgen? Nasenpflaster zum Beispiel, habe ich gehört, nehmen viele. Was können Sie dazu sagen? Also Nasenpflaster sind natürlich schön, wenn Sie Sport machen und gute Luft durch die Nase kriegen. Wollen Sie helfen wahrscheinlich auch ein bisschen beim Schnarchen, sind aber nicht wirklich effektiv bei der Therapie der obstruktiven Schlafapnoe. Auch hier ist natürlich klar, das Problem liegt ja im Wesentlichen im Rachen, im Kehlkopfbereich und nicht so sehr in den Nasenflügeln, dass die instabil sind und kollabieren. Das ist eher so bei den Schnarchern, die durch die Probleme mit ihrer Nasenatmung haben, da helfen die wirklich gut. Andere Therapiemaßnahmen, wie zum Beispiel blinkende Lämpchen, so Anti-Schnarchbrillen oder gewisse Tropfen, sollte man vermeiden. Die sind entweder nicht wirksam oder zum Teil auch gefährlich. Wir wissen, dass sie zum Beispiel bei so ätherischen Nasenölen Risiko laufen, dieses Öl einzuatmen und dadurch Lungenentzündungen zu kriegen. Okay, also ganz wichtig, dass man dann wirklich den Fachmann aufsucht. Ich würde zum Schluss gerne, weil eben durch das Schlafen ja viele Menschen tatsächlich nichts von ihrer Schlafapnoe, die gefährlich sein kann, mitbekommen, dass Sie vielleicht mir und unseren Zuschauern nochmal ganz konkret sagen, wie kann ich es eventuell herausfinden, dass ich unter einer obstruktiven Schlafapnoe leide? Also was sind die Symptome, mit denen ich auf jeden Fall zur Abklärung mal zum Arzt gehen sollte? Gut, das ist natürlich wie alles in der Medizin letztendlich eine Frage der Intensität. Wie Tagesmüdigkeit, wenn ich Ihnen das jetzt sage, gibt es wahrscheinlich ganz viele Leute, die sagen, Mensch, ja, ich bin immer müde, aber das liegt dann natürlich im Wesentlichen daran, dass die zu wenig schlafen. Also Warnsymptome sind sicherlich die von Bettpartnern beobachteten nächtlichen Atemstillstände. Viele Patienten sagen, okay, ich schlafe alleine. Da muss man mal fragen, wie ist es, wenn sie im Krankenhaus sind, kann man die Bettnachbarn fragen, Schnarchen, Atemstillstände. Dann in Verbindung mit Tagesmüdigkeit und für mich persönlich immer morgendliche Mundtrockenheit. Ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass viel durch den Mund geatmet wird und man da Probleme hat. Wunderbar. Ganz wichtige Tipps von Herrn Dr. Hauber. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Ja, vielen Dank, dass ich hier war. Dankeschön auch für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht gleich schon zu einer anderen Ausgabe wieder. Wenn Sie möchten, surfen Sie doch mal rauf auf unsere Internetseite. Der Link dazu, der ist www.asklepios.com/nachtvorlesungen. Wir machen Sie auch auf allen anderen medizinischen Gebieten schlau. Insofern alles Gute für Sie, vielleicht bis gleich und sonst bis bald. Tschüss.